ETFs sind transparent, kostengünstig und flexibel. Sie gehören deshalb zu den beliebtesten Anlageprodukten überhaupt. Das Volumen in den Indexfonds liegt weltweit bei mehr als 4 Billionen Dollar. Eine gigantische Erfolgsgeschichte. Was ETFs von anderen Anlagelösungen unterscheidet, wie Anleger ETFs optimal im Portfolio einsetzen und wie Sie 2018 am besten auf Renditejagd gehen, erfahren Sie in den kommenden 60 Minuten. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Finanzen.net-Webinar. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Redakteur bei Finanzen.net und ich freue mich, dass Sie noch mehr über das riesige Potenzial von Indexfonds erfahren wollen. Heute Abend führt uns eine echte ETF-Spezialistin vor, wie ETFs funktionieren und wie die besten Einsatzmöglichkeiten für ETFs im Portfolio aussehen. Heike Fürpass-Peter sollte uns nun zugeschaltet sein. Frau Fürpass, willkommen bei Finanzen.net, willkommen zu diesem Webinar am Montagabend. Ja, guten Abend. Hallo. Hallo Frau Fürpass, guten Abend. Sie sind seit 2008 für Lyxor tätig und leiten den öffentlichen Vertrieb von Lyxor ETFs in Deutschland und Österreich. Was müssen unsere Zuschauer noch über Sie wissen? Können Sie sich uns bitte kurz vorstellen? Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin seit doch mittlerweile 10 Jahren bei Lyxor auf der ETF-Seite. Insgesamt ist meine ETF-Erfahrung sogar noch länger. Ich war schon bei den ersten ETFs, die in Europa zum Listing, zum Börsenhandel zugelassen wurden, 2000 involviert, damals noch unter der Marke Merrill Lynch, die sogenannten Leaders. Und es ist auch für mich immer wieder faszinierend, wie sich der Markt in diesen letzten 17, 18 Jahren verändert hat. Also damals gab es 2 ETFs am gesamten europäischen Markt. Mittlerweile sind wir da im vierstelligen Bereich bei 1500 Produkten und Assets under Management von fast von über 600 Milliarden. Also da sieht man schon eine extreme Entwicklung, die der Markt gemacht hat. Sie zeigen uns gleich anhand diverser Beispiele, wie ETFs Zugang zu verschiedenen Märkten bieten und welche Chancen im aktuellen Marktumfeld existieren. Zunächst möchte ich aber Sie, verehrte Webinarteilnehmer, auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen, die meisten von Ihnen kennen das wahrscheinlich, können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unsere Expertin weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir wie immer in einer gemeinsamen Fragerunde noch offene Fragen klären. Ja, und an dieser Stelle, das kennen Sie auch, verehrte Zuschauer, würde ich Sie gerne wieder mit einer Umfrage aktiv in die Veranstaltung einbinden. Heute möchte ich sehr gerne von Ihnen wissen, ob Sie bereits in ETFs investiert sind. Die Umfrage müsste nun bei Ihnen zu sehen sein und Sie können mal reinklicken. Sie können zwischen Ja und Nein wählen. Gleich folgt auch noch eine zweite Umfrage, die wir mit Ihnen durchführen möchten. Es gibt sozusagen heute ein Umfragendoppel. Darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Das ist aber der Grund, warum ich diese erste Umfrage auch nicht so lange stehen lassen möchte, wie das sonst der Fall ist. Also klicken Sie nochmal schnell rein. Die Umfrage steht inzwischen eine halbe Minute und deutlich mehr als die Hälfte unserer Webinarteilnehmer haben abgestimmt. Das soll dann auch reichen. Ich schließe die Umfrage und übertrage das Ergebnis an Sie alle. Und Frau Fürpass, Sie dürfen das Ergebnis gerne bewerten. Wir haben 63% Ja-Stimmen und 37% Nein-Stimmen. Also fast 2/3 unserer Webinarteilnehmer sind bereits in ETFs investiert. Was sagen Sie dazu? Also das freut mich natürlich sehr, dass doch 2/3 der Teilnehmer bereits ETFs verwenden. Ich finde es aber auch interessant, dass wir fast 40% Teilnehmer haben, die das erste Mal sozusagen noch vor sich haben, die noch nicht in ETFs investiert sind, aber eben anscheinend, weil sie ja teilnehmen, großes Interesse an den Produkten haben. Ich werde natürlich versuchen, dann während des Webinars sozusagen auf beide Gruppen ein bisschen einzugehen, auf die, die schon Erfahrung mit den Produkten aufweisen, aber werde auch bei denen mit viel Erfahrung. Ich werde natürlich auch für die Anfänger, für die diese Produkte neu sind, auch nochmal von Anfang an beginnen sozusagen und nochmal von Anfang an erklären, was ein ETF ist, wie er funktioniert, wie er sich von anderen Produkten unterscheidet, um dahin eine
Basisinformation weiterzugeben. Und wir schieben gleich die zweite Umfrage wie angekündigt hinterher. Das geht hier Schlag auf Schlag bei uns. Liebe Webinarteilnehmer, wir würden gerne noch von Ihnen wissen, ob Sie Lyxor kennen. Sie haben es ja gehört, Frau Fürpas-Peter ist von Lyxor ETF. Und da ist es natürlich jetzt für uns besonders spannend, ob Sie als Zuschauer Lyxor überhaupt kennen und als Webinarteilnehmer. Auch diese Umfrage möchte ich nicht allzu lange stehen lassen. Sie können, Sie haben es ja gesehen, aus drei Fragen bzw. drei Antwortmöglichkeiten wählen. Das tun Sie auch. Die Umfrage steht jetzt bereits 40 Sekunden. Klicken Sie noch schnell rein. Ich zähle runter. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Umfrage und übertrage das Ergebnis direkt an Sie alle. Und wir haben, naja, so ein gemischtes Ergebnis. 42% sagen, ja, ich kenne Lyxor. Etwa genauso viele sagen, nein, von Lyxor habe ich noch nie etwas gehört. Und wir haben 15%, die Lyxor nicht nur kennen, sondern Lyxor auch nutzen. Frau Fürpas-Peter, Sie dürfen das natürlich auch gerne noch bewerten. Ja, also auch darauf werde ich natürlich dann eingehen in der Präsentation. Es freut mich gerade eben die 15%, die Lyxor bereits, also die ETFs von uns bereits in ihrem Portfolio aufweisen. Das freut mich natürlich sehr. Aber ich sehe auch, dass viele Lyxor kennen, aber noch nicht verwenden. Und da hoffe ich, können wir die nächste Stunde so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und für alle, die uns noch gar nicht kennen, möchte ich natürlich einen Überblick bringen und einen Einblick, was wir machen, wie wir uns auch unterscheiden als Emittent von anderen Emittenten auf der ETF-Seite. Vielen Dank, Frau Fürpas-Peter, für die Bewertung und auch Ihnen, liebe Webinarteilnehmer, vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt wollen wir natürlich direkt einsteigen und wollen uns anhören, was Frau Fürpas-Peter, unsere ETF-Spezialistin, heute zu erzählen hat. Und deswegen würde ich Sie gerne zum Moderator ernennen, Frau Fürpas-Peter. Können Sie Ihren Bildschirm übertragen und sind Sie bereit? Ich bin bereit und es müsste jetzt Wir eigentlich sehen den gleich. Bildschirm. Das ist super. Und wenn Sie das jetzt noch auf Vollbild Genau. kriegen, Ja, wunderbar. Das ist müsste doch jetzt da sein. professionell. Ist sehr schön. Das freut mich immer wieder, dass wenn die Technik klappt, das ist nicht immer der Fall. Und ich muss auch Genau, sagen, wir ich bin haben jetzt ja nicht auch die mit Finanzen zu tun und nicht mit Technikerin. Technik in allererster Genau. Linie. Genau, das hat bei mir wahrscheinlich auch so einen gewissen Grund, warum es nicht ist. Also jetzt auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie so zahlreich an dem Webinar teilnehmen heute. Und wie der Herr Gentner schon berichtet hat, werde ich eben über die nächste Stunde einerseits eben auf die ETFs eingehen, auf Lyxor eingehen, Details wirklich zur Funktionsweise, zur Abgrenzung zu anderen Produkten aufzeigen, aber dann eben auch Ideen bringen für das aktuelle Marktumfeld, welche Indizes, welche Anlagemittel sich gerade im derzeitigen Umfeld, das ja, wenn man sich die Märkte speziell der letzten paar Tage ansieht, doch voller Herausforderungen ist, würde ich mal sagen. Gerade seit Ende letzter Woche sieht man ja doch wieder deutlich volatilere Märkte, die auch sehr deutlich roter geworden sind und deutlich mehr ins Negative tendiert haben. Von vielen sicherlich schon erwartet gewesen über die letzten Monate, aber dann kommt es doch meistens immer wieder überraschend. Aber über die nächste Stunde würde ich da einfach mal auch ein paar Ideen gerne bringen, wie man eben auf dieses Marktumfeld reagieren kann und wo es vielleicht auch noch Möglichkeiten gibt zu profitieren. Ja, nachdem doch über 40% der Teilnehmer bis jetzt Lyxor gar nicht kennen, hier vielleicht nochmal im Detail, wer sind wir? Wer verbirgt sich hinter dem Namen Lyxor? Also wir sind keine ägyptische Fondsgesellschaft. Auch das wurde ich schon mal gefragt, frei nach Luxor, Lyxor. Nein, Lyxor ist ein Kunstname. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Société Générale, also der zweitgrößten französischen Bank, und wurden Ende der 90er Jahre
aus dem Handelsraum heraus als spezialisierte Fondsgesellschaft gegründet. Wir sind speziell in drei Teilbereichen tätig. Das ist einerseits mit fast dem größten Bereich die ETF-Schiene und ETF- und Indexing-Sparte, aus der ich oder für die ich hier spreche. Und dann haben wir eben auch noch aktive Investmentstrategien und Multi-Management, also Multi-Asset-Lösungen. Was sich da auch hinter den beiden verbirgt, ist auch zum Beispiel eine Alternative Investment oder Hedgefonds-Plattform. Also wir sind kein herkömmliches, aktives Haus in dem Sinn, dass wir ganz normale aktive Fonds auf Einzelaktien oder Einzelanleihen aufweisen, sondern wir sind wirklich spezialisiert auf die Bereiche im Index-Tracking und dann sehr aktive Strategien eher im Absolute Return-Bereich. Da wir eben als Tochtergesellschaft der Société Générale sitzen wir natürlich mit Hauptsitz in Paris und dann aber eben auch von der französischen Finanzbehörde, der AMF, also dem Äquivalent zur BaFin, sind wir reguliert. Also wir haben mittlerweile fast 150 Milliarden Assets under Management, von denen über 60 Milliarden aus dem Bereich der ETFs kommen. Wir sind seit 2001, bieten wir ETFs in Europa an. Wir waren damit einer der ersten Anbieter und der erste noch bestehende europäische ETF-Anbieter. Wir haben schon im Januar 2001 ETFs auf den CAC 40 an der französischen Börse gelistet. Wir sind mittlerweile die Nummer 3 von den Assets under Management in Europa und weltweit die Nummer 8 und bieten wirklich ETFs auf alle Underlyings, die man sich so vorstellen kann, also über 200 Produkte aus dem Bereich auf Aktien, Anleihen, aber auch auf Rohstoffindizes. Natürlich wird immer geworben mit den verschiedenen Awards. Also ich glaube, wo wir uns unterscheiden von vielen Anbietern, ist das, dass wir von Anfang an ein sehr unabhängiges Netzwerk an autorisierten Teilnehmern oder Market Makern hatten. Also es ist so, dass nicht nur die Société Générale für unsere ETFs die Preise stellt, sondern wirklich 45 internationale Banken stellen alle für unsere Produkte die Preise. Ich komme dann später auch nochmal darauf zurück, warum das so wichtig ist, so ein breites Netzwerk an sogenannten Market Makern aufzuweisen. Und ein weiterer Punkt, den wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben, ist eben gerade der Bereich Innovation. Wir haben zum Beispiel die ersten Produkte auf das ganze Thema Inflationserwartung gebracht. Und wir haben auch zum Beispiel mit dem Produkt auf den World Water Index in die Möglichkeit, bieten wir Investoren die Möglichkeit, in Wasseraktien zu investieren. Da sehen wir, dass das gerade in Deutschland ein sehr beliebtes Produkt ist. Also wir versuchen immer so ein bisschen um die Ecke zu denken und auch in innovative Lösungen Investoren zu bieten. Ja, warum ETFs? Also das stellt sich gerade natürlich für die Zuhörer die Frage, die bis jetzt noch nicht in ETFs investiert haben, und das sind ja doch fast 40% unter ihnen. Warum ETFs? Warum nicht in aktive Fonds? Oder warum beides vielleicht sogar? Was wir sehen, ist, dass wenn man sich mal anschaut, was sind die sogenannten Performance-Treiber bei aktiven Fonds oder in der Portfolioauswahl. Da ist es so, wenn man sich anschaut, bei einer Fonds-Performance trägt die reine Aktienauswahl, also dieses sogenannte Stockpicking, indem der Fondsmanager einzelne Aktien auswählt für sein Portfolio, im Endeffekt nur 11% zur gesamten Fondsperformance bei. Ein viel größerer Anteil, also 86%, kommen aus der strategischen und der taktischen Allokation. Also hier sieht man schon, dass im Grunde genommen dieses herkömmliche Stockpicking mittlerweile eigentlich gar kein entscheidender Faktor mehr für die Rendite eines Portfolios ist und diese strategische und taktische Allokation, die man eben über die Auswahl von einzelnen Märkten oder Sektoren erreichen kann, einen deutlich größeren oder den Haupteinfluss auf die Performance aufweisen kann. Gleichzeitig sehen wir in dieser Grafik eben auch, dass gerade die Verwaltungsgebühren doch mit 4% zur Performance
beitragen und sie eben dementsprechend doch einen großen Einfluss haben. Also entsprechend wichtig ist es, die Kosten zu kennen und kritisch zu beäugen und im Blick zu behalten für das eigene Portfolio. Was bedeutet das jetzt, wenn man sich langfristig anschaut, wie aktive Manager performt haben? Das Ziel jedes aktiven Managers ist es ja oder sollte es sein, seine jeweilige Benchmark oder seinen jeweiligen Vergleichsindex zu übertreffen. Dafür wird der aktive Manager vergütet, dafür wird er bezahlt. Und wenn man sich das Ganze mal langfristig betrachtet, da nur jeder fünfte aktive Manager schafft es überhaupt über einen Zeitraum von 10 Jahren sein Ziel, also das Übertreffen der eigenen Benchmark zu erreichen. Wenn man sich das über die letzten Jahre anschaut, dann gibt es einzelne Jahre, wo es deutlich mehr Fondsmanager schaffen. 2015 war zum Beispiel so ein Jahr, das für die aktive Fondsindustrie sehr positiv war. Aber im langfristigen Vergleich sieht man, dass sich da relativ wenig tut. Also es sind immer knapp 20% der aktiven Fonds, die es überhaupt schaffen, ihre Vergleichsindex zu übertreffen. Das bedeutet natürlich auch umgekehrt, dass es 80% der Fonds eben nicht erreichen. Diese Fonds schneiden nicht besser als die jeweilige Benchmark ab. Und da stellt sich dann natürlich für den Investor die Frage, warum denn nicht gleich in die jeweilige Benchmark investieren, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einen Fonds investiere, der eben eine Outperformance erreicht, doch relativ gering ist. Aber Frau wie Fürpass, darf investiere ich ich? Ja? gerade kurz unterbrechen? Wir haben Zwischenfragen von Gerne. Webinarteilnehmern. Gehen Sie vielleicht gerade noch mal zwei Folien zurück auf Folie Nummer 4. Da haben wir Fragen zur strategischen und zur taktischen Allokation. Was ist das genau und wie unterscheidet sich das? Okay, also die strategische Allokation ist im Grunde genommen die langfristige Ausrichtung. Das wäre jetzt, wenn man sich in einem Portfolio entscheidet, aufgrund seiner Risikoneigung. Ich zum Beispiel in einem Multi-Asset-Portfolio, das wäre die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen, oder in einem globalen Aktienportfolio wirklich die langfristige Ausrichtung zwischen den einzelnen Regionen oder Ländern. Bei der taktischen Allokation geht es darum, auf Marktveränderungen kurzfristig oder mittelfristig zu reagieren. Also zum Beispiel könnte man sich das so vorstellen bei einem Kernsatellitenansatz. Man hat ein Kernportfolio, eine strategische Ausrichtung, in der man in den zu 40% in den europäischen Markt investiert, zu 30% in den US-amerikanischen Markt, zu 10% in den asiatischen und nochmal zu 20% in die Schwellenländer, in die restlichen. Das wäre so die langfristige Ausrichtung, wenn jemand der Meinung ist, dass er so seine Regionen gewichten möchte. Und dann wäre die taktische Allokation, wenn er davon eben, je nachdem, zum Beispiel nach dem, was die Kurse am Donnerstag oder Donnerstag und Freitag gemacht haben in den USA, dann sagt, okay, jetzt gehe ich mal kurz, nehme ich meine Allokation in den USA herunter und investiere mehr in Europa zum Beispiel. Aber dann würde man sozusagen von der strategischen, von der langfristigen Aufteilung des Portfolios abweichen, um eben kurzfristig auf Marktveränderungen zu reagieren. Alles klar, Frau Fürpass. Ich denke, damit haben Sie die Frage ausführlich beantwortet. Vielen Dank. Falls Sie, liebe Webinarteilnehmer, noch Nachfragen haben, dann schreiben Sie das gerne über den Chat. Ich werde versuchen, die Fragen dann auch einfließen zu lassen. Und Sie, Frau Fürpass, dürfen gerne bei Folie 6 weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gentner. Also wie gesagt, ich stehe natürlich während des Seminars jederzeit für die Fragen zur Verfügung, aber eben auch im Anschluss. Und wir haben auch eine Hotline-Nummer zu Ihrer Information, wo Sie mich und meine Kollegen auch die nächsten Tage über noch erreichen können, wenn es Fragen auch weiter zum Webinar gibt oder zu anderen ETF-bezogenen Themen. Ja, also jetzt hier zurück, wenn man eben nicht, wenn man direkt in den Index investieren möchte, dann bietet sich hier ganz klar der ETF an,
Was ist ein ETF? Also ETF steht für Exchange Traded Fund, also auf Deutsch börsennotierter oder börsengehandelter Investmentfonds. Der ermöglicht die Abbildung und die Partizipation an einem bestimmten Basiswert. Also hier in der Grafik sehen wir den DAX als Index und dann den entsprechenden ETF darauf als Vergleichsmaßstab. Also da sieht man schon, der ETF vollzieht komplett die Bewegungen des DAX nach, natürlich abzüglich der Verwaltungsgebühr der Kosten. Also es ist eine rein passive Anlagestrategie. Es gibt keinen aktiven Fondsmanager, der jetzt eine subjektive Entscheidung trifft, sondern es wird wirklich eins zu eins der DAX-Index nachvollzogen. Das bietet natürlich einige Vorteile, aber gleichzeitig auch verschiedene Risiken. Generell dadurch, dass es eben keine aktiven Manager gibt, kein großes Research-Team oder Analyse-Team wie bei aktiven Häusern, sind die Verwaltungsgebühren deutlich niedriger. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag und keine Mindestordervolumen. Also das ist eben gerade im Vergleich zu Anleihen zum Beispiel, bei denen die Mindesthandelsgrößen doch relativ hoch sind und in die mehrere 10.000 Euro gehen können. Und im Grunde genommen verbindet der ETF die Vorteile des Handels von Einzelaktien, durch den fortlaufenden Handel, die kleinen Minimumhandelsgrößen mit der Diversifikation und der Transparenz von einem Fonds, von einem Sondervermögen. Gleichzeitig haben Sie aber natürlich auch die gleichen Risiken, wie wenn Sie in die Aktie direkt investieren oder den Basket, den Index an Aktien oder Anleihen. Also dementsprechend, wenn der Aktienmarkt fällt, die letzten Tage, dann fällt natürlich auch der Preis oder der Kurs des ETFs. Gleichzeitig kann es eben potenzielle Kontrahentenrisiken geben, wie bei einem Swap oder bei einer Wertpapierleihe. Darauf gehe ich jetzt auch in den nächsten Folien nochmal detaillierter ein, wie das funktioniert oder was damit gemeint ist. Und natürlich auch eventuelle Wechselkursrisiken. Also sprich, wenn Sie mit einem ETF in Euro den S&P 500 in den USA, der ja in US-Dollar notiert, nachvollziehen, dann sind Sie entsprechend als Anleger auch dem jeweiligen Wechselkursrisiko ausgesetzt. Hier gibt es mittlerweile aber auch Lösungen und Produkte, mit denen die noch eine Währungsabsicherung beinhalten, sodass der Anleger eben nicht mehr dem kompletten Währungsrisiko ausgesetzt ist. Und klar, es gibt natürlich auch keine hundertprozentige Garantie, dass auf das Hundertstel genau der Referenzindex nachgebildet werden kann. Allerdings, wenn man sich die Entwicklung der ETFs im Vergleich zu ihren Referenzindizes ansieht, dann sieht man, dass das für gerade die Blue-Chip-Produkte, für die liquiden großen Benchmark sehr, sehr genau da eine Nachvollziehung möglich ist. Teilweise sei es, sind es nur ein paar Basispunkte, also nur 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prozent, die der ETF vom Index abweicht. Hier haben wir jetzt auch noch mal einen detaillierteren Vergleich. Ich sehe gerade, da habe ich leider ein bisschen was verrutscht. Also die Spalte in der Mitte ist der ETF, die Spalte an der Seite, also die Spalte rechts ist der aktive Fonds. Die beiden werden hier beschrieben. Also wir haben einerseits ist es so, dass sowohl der ETF als auch der aktive Fonds natürlich von der Rechtsform her, also UCITS, das sind EU-Regularien, Sondervermögen sind. Also der Anleger hat das Durchgriffsrecht auf die im Fonds befindlichen Wertpapiere. Hier unterscheiden sich die Fonds auch ganz klar von den Zertifikaten zum Beispiel. Also da wird ja auch manchmal was so ein bisschen verwechselt. Also Zertifikate sind zwar, mit denen hat man zwar auch die Möglichkeit, an Indizes zu partizipieren, aber das sind dann eben Anleihen
Schuldverschreibungen, die von der jeweiligen Bank, vom jeweiligen Emittenten ausgegeben wurden. Also ist der Anleger in Zertifikate, hat dann dementsprechend eine Forderung gegen die jeweilige Emissionsbank. Und bei dem ETF oder auch bei einem aktiven Fonds ist es zum Unterschied dessen so, dass der Anleger wirklich das Durchgriffsrecht auf die Titel, die sich im Fonds befinden, hat. Ein Unterschied allerdings zwischen ETFs und herkömmlichen Fonds ist die Verwaltungsart. Bei einem ETF hatte ich ja schon erwähnt, das ist komplett passiv. Es ist da das Ziel des ETFs, wirklich diesen Performance-Unterschied zwischen der Benchmark und dem ETF zu minimieren. Bei dem aktiven Fonds ist das Ziel ganz klar, die Benchmark zu übertreffen. Und das sieht man dann auch in diesem Schaubild. Bei dem ETF sollten beide Linien so überlappend wie möglich sein. Bei dem aktiven Fonds ist natürlich das Ziel, über dem Index zu enden. Es gibt allerdings noch weitere Unterschiede, die speziell die Handelbarkeit betreffen. Beim ETF ist es so, dass sie den kontinuierlich über die verschiedenen Börsen oder eben auch im Direkthandel mit einzelnen Brokern handeln können, zu einer Geldbriefspanne. Bei dem aktiven Fonds können Sie nur einmal am Tag zum NAV handeln, direkt über die Fondsgesellschaft. Die Handelskosten sind dann aber, wenn Sie investieren, zahlen Sie da tendenziell einen Ausgabeaufschlag. Bei den ETFs zahlen Sie eben die herkömmlichen Aktien-Brokerage-Gebühren, die eben jeder depotführende Bank nimmt. Was Sie beim ETF noch sozusagen sehr offen bezahlen, ist die Geldbriefspanne. Das heißt, dass der Broker oder die jeweilige Bank stellt ein Geld- und einen Briefkurs für den ETF. Bei dem aktiven Fonds ist es allerdings so, dass diese Handelskosten einfach im NAV schon berücksichtigt sind. Also da ist es diese Geldbriefspanne im ETF, die deckt im Grunde genommen nur die Handelskosten ab, die der Fonds hat, um dann, wenn zum Beispiel mehr Investoren einen ETF kaufen, müssen natürlich Fondsanteile kreiert werden. Gleichzeitig der Fonds vergrößert sich. Gleichzeitig muss natürlich auch für den Betrag wieder, wenn es sich jetzt um DAX-Produkt handelt, wieder in die 30 DAX-Titel investiert werden. Jede Aktie hat eine Geldbriefspanne, also da entstehen Handelskosten. Und diese Handelskosten sieht man eben wieder in der Geldbriefspanne für den ETF. Hier ist es also wirklich so, dass jeder Anleger seine Handelskosten selbst bezahlt. Bei dem aktiven Fonds ist es so, dass diese Handelskosten dann einfach im NAV berücksichtigt sind. Also da kann es Frau dann auch ein, ja, Fürpass, ganz gerne. kurz, Entschuldigung, ich wusste nicht, ich dachte, Sie wären fertig mit dieser Folie. NAV fragen unsere Zuschauer, was das genau bedeutet, die Abkürzung. Können Sie das kurz erklären? Genau, das ist der Nettoinventarwert auf Deutsch. Ich weiß, es wird in der Branche zu viel Englisch verwendet. Die Abkürzung ist NAV wegen Net Asset Value, also Nettoinventarwert, der Wert des Fonds im Grunde genommen. Also das ist die Summe der Werte aller Fondsbestandteile. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ja, und ein Unterschied ist halt wirklich, wie schon erwähnt, die unterschiedlichen Kosten- oder Gebührenstruktur. Wir haben beim ETF im Durchschnitt 0,3% pro Jahr. Beim aktiven Fonds ist es im Durchschnitt 1,5%. Und dieser Unterschied, gerade in der Verwaltungsgebühr, kann dann bei gleicher Vorkostenperformance sozusagen dann einen deutlichen Unterschied auch für den Anleger machen. Wir haben hier mal eine Beispielrechnung. Wenn Sie einen Sparplan hätten, in den Aktienmarkt bei 6% Aktienmarktrendite über 20 Jahre, dann sind das fast 5.000 Euro Unterschied am Ende dieser 20 Jahre allein bei gleicher Entwicklung sozusagen, allein durch die höheren Kosten. Also hier sieht man schon, dass wenn der Fonds nicht wirklich der aktive Fonds sein Ziel erreicht, indem er die Benchmark schlägt, dann macht es Sinn, ganz klar passiv zu investieren und direkt in den Index zu gehen.
Ja, hier haben wir einfach noch ein paar Kriterien für die ETF-Auswahl. Das ist eben auch die Liquidität, die Performance, aber eben auch ETF-Charakteristika wie Ausschüttungspolitik. Ist der ETF ausschüttend oder reinvestierend und eben eventuelle Risiken. Aber ja, es wird immer wieder die Frage gestellt, das sind so ein paar Schlagwörter, die Sie vielleicht schon gehört haben oder immer wieder lesen, wie ein ETF beurteilt wird, ist einerseits die Tracking-Differenz, also das ist der Performance-Unterschied zwischen dem Index und dem ETF, also eine Stichpunktbetrachtung. Dann gibt es den Tracking-Error, wie sehr schwankt der ETF um den Index, also je höher die Schwankung, desto höher der Tracking-Error und natürlich auch desto höher das Risiko, den Index nicht genau zu treffen. Und die Liquidität ist noch ein wichtiger Punkt, also die Geldbriefspanne, der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs. Wir werden immer wieder gefragt von Investoren zu den verschiedenen Replikationsformen für ETFs, also die Schlagwörter physische Replikation, synthetische Replikation. Was bedeutet das? Also in der herkömmlichen physischen Replikation würden Sie sagen, der ETF kauft jede einzelne Aktie, zum Beispiel des DAX, und investiert in die einzelnen Aktien. Teilweise werden diese Aktien aber in einigen Fonds auch dann wieder weiter verliehen. Das ist sicherlich ein Thema, das man sich anschauen sollte. Bei einer synthetischen Replikation, das wäre jetzt hier im ersten Fall, da wird physisch auch in Aktien investiert, dieser Aktienkorb unterscheidet sich aber zum Beispiel von dem DAX-Index dann in diesem Fall. Und es wird dann noch eine Tauschtransaktion mit einer Bank eingegangen, die die Indexentwicklung des DAX garantiert. Also das wäre sozusagen die synthetische Replikation. Bei uns ist es so, dass wir mittlerweile die Hälfte unserer Assets under Management in physischen ETFs halten, also wirklich die einzelnen Titel des Index auch im ETF enthalten sind. Es gibt allerdings Indizes, gerade in den Schwellenländern, wo sich eben die synthetische Replikation anbietet. Aber auch dort setzen wir die Risiken auf täglicher Basis auf null. Also wir versuchen, die Gegenparteirisiken so gering wie möglich zu halten. Und all das finden Sie auf unserer Webseite. Da können Sie bei den Produkten, die eine synthetische Replikation aufweisen, jeden Tag genau nachschauen, welche Aktien oder Anleihen befinden sich im Fondsportfolio, wie hoch ist das Gegenparteirisiko, wer ist die Gegenpartei. Und Sie werden sehen, dass das Gegenparteirisiko immer so um die Null schwankt, meistens sogar knapp unter Null ist. Also hier eben deshalb so ein kurzer Überblick zu dem Thema. Wir hatten auch vorher schon über Geldbriefspannen und die Handelbarkeit von ETFs gesprochen. Hier ist nochmal ein kurzes Schaubild, wie das funktioniert. Also wir haben wie bei einem herkömmlichen Fonds den Primärmarkt, also der ETF-Anbieter, hier Lyxor, der die einzelnen ETFs ausgibt an die Market Maker gegen Zahlung oder gegen Wertpapiere. Und diese Market Maker stellen eben entweder direkt an den Kunden oder über die Börse im Sekundärmarkt jederzeit Kurse für die ETFs. Also so können Sie wirklich, ist gewährleistet, dass Sie kontinuierlich Preise für unsere ETFs sehen. Wir arbeiten da mit einem sehr breiten Netzwerk an Market Makern zusammen, sodass diese natürlich auch miteinander im Wettbewerb stehen und entsprechend immer engere Geldbriefkurse stellen. Das alles, also die ganzen Vorteile von ETF, sieht man ganz klar, führen dazu, dass wir über die letzten Jahre signifikant steigende Anlagevolumina gesehen haben, also annualisierte Wachstumsraten von über 23% über die letzten 15 Jahre. Sehr stark auch noch mal im letzten Jahr. Also mittlerweile sind wir auch in Europa über 600 Milliarden Euro in ETFs investiert und wir erwarten eben auch zukünftig Wachstumsraten von über 20%. Ja, und jetzt, das war sozusagen die Einführung in ETFs. Wie funktionieren sie? Und jetzt stellt sich natürlich für jeden Anleger die Frage, wie gehe ich damit um?
was für Strategien kann ich mit ETFs nachvollziehen? Es gibt ganz klar die Möglichkeit eben des langfristigen Investments über einen Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt, dass Sie einmal ein Portfolio aufbauen und dann dieses stabil halten, zum Beispiel eben aufgeteilt auf eine Handvoll an Produkten, diversifiziert über die verschiedenen Regionen oder Risikokategorien. Sie können aber natürlich durch die Handelbarkeit auch jederzeit eben eine aktive Investieren mit ETFs durchführen, also kontinuierliche Umschichtungen. Und auch eben, was vielleicht gerade in dem aktuellen Marktumfeld interessant ist, es gibt eben auch Short-ETFs oder sogenannte Double-Short-ETFs, die Ihnen eine umgekehrte Partizipation am Markt erlauben, wobei hier allerdings eine Pfadabhängigkeit berücksichtigt werden muss. Aber somit können Sie eben auch von negativen Marktsituationen profitieren. Und die letzte Möglichkeit auch im Bereich der Geldmarktprodukte oder des Geldmarktersatzes können Sie ETFs einsetzen. Also es ist wirklich ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten für die ETFs. Ja, wie sieht das aktuelle Marktumfeld aus? Das ist jetzt mal so ein langfristiger Vergleich. Was man ganz klar sieht, ist, dass die Renditemöglichkeiten sich über die letzten 30 Jahre deutlich verringert haben. Also wenn man sich anschaut, Unternehmensanleihen, aber eben auch der Geldmarkt nochmal extrem und auch Staatsanleihen haben deutlich an Renditen verloren. Wir hatten Mitte der 80er Jahre im Anleihenbereich noch Verzinsungen von 10% pro Jahr. Da ist es selbst bei den Unternehmensanleihen im Durchschnitt um die 5%, damit global auf die globalen Märkte geht. Und bei den Staatsanleihen, ja, das wissen Sie gerade, wenn man sich die deutschen Bundesanleihen anschaut, natürlich noch weniger, aber im globalen Vergleich, auch da ist es im Durchschnitt nur noch 2% die Verzinsung. Der einzige Bereich, der sich stabil gehalten hat, sind die Aktienmärkte, aber eben auch auf einem, sieht man eben, dass gerade die ja, sicheren Häfen natürlich total an Renditen verloren haben. Ja, und da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Was sind vielleicht die weiteren Themen, auf die wir uns vorbereiten sollten oder können in diesem Jahr? Also da gibt es viele, viele Themen eigentlich, die man ansprechen kann. Das eine ist natürlich der fiskalische Impuls in den USA. Wird es vielleicht doch noch über die nächsten Monate wieder einen positiven Einfluss haben. Aber ein sicherlich ein anderer Punkt ist, dass eben Anleihenrenditen steigen sollten, was man schon die letzten Tage gesehen hat. Was bedeutet das jetzt für den Anleger auf der Anleihenseite? Da ist vielleicht dieser interessante Effekt, klar, die Renditen steigen, aber für die bestehenden Anleger bedeutet das eigentlich einen Wertverlust, weil je höher die Verzinsung ist, desto höher ist der Abzinsungseffekt und desto weniger wert ist die Anleihe dann in dem zum jeweiligen Zeitpunkt. Also das ist etwas, auf das sich gerade sehr vorsichtige Anleger auch vorbereiten sollten. Was wir eben auch sehen, ist das Thema, wie sehen wir das Thema Inflation, der Ausstieg der Notenbanken aus der extrem lockeren Politik. Aber was man eben auch an Chancen eventuell sehen könnte, ein weiterer Aufschwung in Europa, die asiatischen Märkte sind sicherlich alles so Themen, die man sich anschauen kann. Was ganz klar gerade für langfristige Anleger von Interesse sein sollte, ist die Inflation. Wenn man sich anschaut, wenn man eine normale nominale Portfoliorendite von 5% annimmt und eine Inflation von 2%, dann ist die reale Rendite nur noch bei 3%. Also dementsprechend aber auch, wenn man sich natürlich ein komplett sicheres Portfolio ansieht, ohne Aktienexposure, vielleicht sogar mit einer Rendite von 1%, aber bei einer Inflation von 2%, dann hat man über einen Anlagehorizont von 20 Jahren sogar eine signifikante Geldentwertung oder sogar einen Realverlust trotz einer Verzinsung von 1%. Also da sieht man, wie wichtig es ist in einem Szenario, in dem eventuell die
Inflation wieder ansteigen könnte, sich eben auch alternative, also eben Aktienmärkte zum Beispiel anzusehen und nicht nur im reinen Geldmarkt oder Tagesgeld zu bleiben. Ja, was sind die Möglichkeiten oder was sind die potenziellen Risiken, die ich bereits angesprochen habe und wie kann man darauf reagieren? Also das ist einerseits sehen wir eben steigende Zinsen. Also da macht es Sinn für Investoren, sich Absicherungen auf ansteigende Zinsen anzusehen. Gerade das sind variabel verzinsliche Anleihen zum Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit eben auch das Portfolio gegen eine ansteigende Inflation abzusichern. Das kann eben über inflationsindexierte Anleihen sein oder eben auch über Aktieninvestments, die ja tendenziell auch eher positiv beeinflusst sein können durch eine höhere Inflation und das eben aufwiegen können. Also das sind so drei Themenbereiche. Ganz kurz, was kann man machen, um sich gegen steigende Zinsen abzusichern? Da gibt es eben die Möglichkeit, in variabel verzinsliche Anleihen zu investieren, wenn man eben auf der Anleihenseite bleiben möchte. Bei denen ist es so, die Verzinsung steigt mit dem jeweiligen Euribor-Satz. Also dementsprechend, wenn die Renditen steigen, dann versinken diese variabel verzinslichen Anleihen nicht an Wert, weil die Verzinsung eben kontinuierlich dann ansteigt. Also das ist dann zum Beispiel, zahlen solche Anleihen Euribor oder Libor plus eine gewisse Marge, die von der Kreditsicherheit, von der Kreditwürdigkeit der jeweiligen Anleihen abhängt. Bei der Inflation gibt es eben auch inflationsindexierte Anleihen, deren Coupons und Rückzahlungsbeträge mit der Inflation ansteigen. Also da ist so, dass so der Nominalcoupon etwas niedriger ist als bei einer herkömmlichen Anleihe, aber man erhält als Anleger eben noch die Inflationsentwicklung, die Inflation, wenn man es hier im Beispiel sieht, mit 2,5% dann auf den Coupon, aber eben auch auf den Rückzahlungsbetrag. Also dementsprechend, wenn die Inflation höher ist als der Unterschied zwischen dem Coupon mit dem Coupon des Inflationslinkers und der nominalen Anleihe, dann kann so etwas Sinn machen. Also gerade in einem ansteigenden Inflationsszenario kann man sich eben diese Anlageformen anschauen. Ja, aber was wir immer sehen, auf der Endkundenseite interessanter ist für Sie, gerade sind die Aktienmärkte, die verschiedenen, welche kann man sich in dem aktuellen Umfeld ansehen? Was bietet eventuell noch Chancen? US-amerikanische Märkte sind ja schon relativ hoch bewertet. Also die Analysten der Société Générale sehen da hier noch Chancen, zum Beispiel im asiatischen Raum, also zum Beispiel Japan gilt als interessantes Thema, aber auch Südkorea oder eben Asien ohne Japan, also alle asiatischen Länder ohne den japanischen Raum. Also hier, da sehen wir, dass noch deutliche Chancen vorhanden sein können für die Märkte und dass es da eben auch verschiedene Möglichkeiten gibt, in den asiatischen Raum zu investieren. Kommen später auch noch ein paar Indizes als Beispiele dafür. Und dann gibt es eben auch noch weitere Themen, die ich rausgreifen würde. Hier sind zum Beispiel Infrastruktur in den USA und in Europa. Man sieht es ja auch an den Straßen in Deutschland, aber auch an den Schulen, aber auch in den USA, an der gesamten Infrastruktur hier sind sehr, sehr große Investments vonnöten. Und dementsprechend kann sich eben Potenzial auch gerade für Infrastrukturunternehmen bieten.
Und was wir noch sehen als interessante Möglichkeit ist, gerade in doch etwas volatileren Märkten, stabile und dividendenstarke Titel können hier nochmal, gerade wenn sie nach Qualität ausgewählt werden, einen gewissen Puffer bieten im Markt. Also hier als Beispiel für den asiatischen Raum haben wir zum Beispiel, gibt es zum Beispiel den MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Also hier profitieren Anleger bei diesem Index von dem asiatischen Raum, aber ohne Japan. Also man sieht es in der Aufteilung der einzelnen Länder. Hier ist China sehr mit einer großen Allokation enthalten, aber auch Australien, Korea, Hongkong, Taiwan, Indien, also sehr diversifiziert über den gesamten asiatischen Kontinent. Es sind hier über 700 Titel, auch in, von der Branchenallokation sehr diversifiziert, aufgeteilt, enthalten. Dann gibt es ein ähnliches Underlying, das ist eben ohne den pazifischen Raum. Wenn man sagt, man will eher in den asiatischen Raum mit relativ vielen Schwellenländern auch investieren, ohne Australien. Dann kann man eben über den Asia ex Japan Index gehen. Dieser hat etwas weniger Titel mit knapp über 600 und bildet da eben gerade auch große und mittelgroße Unternehmen ab. Also das sind so zwei Möglichkeiten im breiten asiatischen Raum, zwei Indizes. Wenn man sich jetzt Japan anschaut, was man da sieht, ist ganz klar, dass sogar noch mal weniger aktive Manager es schaffen, da den Topix als einen der großen breiten Indizes zu schlagen. Also hier sind es über 10 Jahre, nur 16% der aktiven Manager, die es geschafft haben, die Benchmark zu übertreffen, also ihr Ziel sozusagen zu erreichen. Entsprechend macht es da im Sinn, auf passive Underlyings und Indizes zu setzen. Also wir haben hier zum Beispiel das einen der beliebtesten Indizes, gibt es den Topix Index mit über 2000 Aktien. Da sind wirklich auch Small Caps und Mid Cap Unternehmen beinhaltet und eben da mit relativ hoher Gewichtung auf den Industriesektor, aber eben auf Konsumgüter auch, auf Finanztitel, auf Informationstechnologie. Also das ist eine Möglichkeit, sehr breit im japanischen Raum zu investieren. Wenn man dann sagt, ich will aber doch etwas spezialisierter, ich will vielleicht nach Qualität gehen, dann gibt es hier auch den JPX Nikkei 400. Der wählt eben nicht nur rein die größten Unternehmen aus, sondern geht auch wirklich nach qualitativen Kriterien, einerseits im Eigenkapitalrendite, aber auch operativer Gewinn und Marktwert. Der berücksichtigt aber auch qualitative Kriterien wie eben so Corporate Governance. Also das Thema ist in Japan sicherlich sehr wichtig, die ganze Bereich der Transparenz, weil viele japanische Unternehmen immer noch nicht ihre Bilanzen und Geschäftsberichte auf Englisch veröffentlichen und dementsprechend gerade für internationale Anleger wenig transparent sind. Und dieser Index setzt eben speziell auf die Unternehmen, die eine hohe Transparenz aufweisen. Und wird eben jetzt auch ein Index, der gerade sehr beliebt ist bei großen Pensionsfonds, auch in Japan, die eben viele ihrer Anlagestrategien jetzt auf diesen Index speziell umgestellt haben. Frau Fürpass, ich hätte noch Ja. eine Nachfrage eines Webinarteilnehmers. Sie haben vorhin gesagt, dass es bei einem Investment in Asien besser ist, Japan wegzulassen. Jetzt haben Sie aber auf den ETF für Japan hingewiesen. Wie passt das zusammen? Können Sie das kurz erklären? Nee, ich würde, nein, vielleicht habe ich das ein bisschen falsch ausgedrückt. Nein, es gibt im Grunde genommen, das sind die mehreren Möglichkeiten von den, also zu sagen, entweder in, also beides ist möglich, in Japan zu investieren, aber auch in Asien ohne Japan. Was wir sehen, ist, dass Anleger das tendenziell trennen. Also es gibt relativ wenig Indizes, die dann den gesamten asiatischen Raum plus Japan investieren, weil es über die
Jahre sieht man, dass es doch unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen sind, die in den zwei Regionen oder in den, da stattfinden. Aber wenn man sich den Markt zurzeit ansieht, dann ist es so, dass sowohl der asiatische Raum, also auch die Entwicklungsländer in Asien, Potenzial bieten, wie aber auch der japanische Markt. Also wir sehen zum Beispiel in Japan gibt es auch mittlerweile deutlich höhere Dividendenrenditen zum Beispiel. Also das ist nicht ausschließend zu verstehen. Mich erreicht Aber es ist gerade noch eine Frage nach Indien. Wie sieht es denn mit Indien aus? Also den indischen Markt sehen wir auch, dass es immer mehr Anleger sich diesen wieder anschauen. Also auch da gibt es verschiedene ETFs auch auf den indischen Markt. Also zum Beispiel gibt es Produkte auf den MSCI India als Index. Alles klar, vielen Dank. Frau Fürpass, dann Gerne. dürfen Sie gerne weitermachen. Ja. Sehr gerne. Also deshalb, das sollen alles so ein paar Ideen sein. Es ist natürlich so, dass das alles auch von Ihrer eigenen Marktmeinung abhängt. Also wir dürfen keine Empfehlungen oder Beratung aussprechen. Also dementsprechend soll sich das jeder so ein bisschen selber auch anschauen und die eigene Meinung zu den Märkten bilden. Wir haben hier noch zwei Beispiele zum Thema Infrastruktur. Ganz klar, wie schon erwähnt, ist es so, dass sehr starke Infrastrukturinvestments benötigt werden. Also es gibt so gewisse Hochrechnungen, die besagen, dass zwischen 2016 bis 2030 jährlich über 3,3 Billionen in Infrastruktur investiert werden müsste, um im Weiter die Ziele beim Wirtschaftswachstum zu erreichen. Also dementsprechend ist sowohl in den USA ist relativ viel Infrastruktur veraltet und auch bei Europa sieht man, dass viele Länder mittlerweile bereit sind, mehr in Infrastruktur zu investieren. Und hier ist eben mit den Indizes auf reine Infrastrukturunternehmen die Möglichkeit, in diesem Bereich zu partizipieren. Also gibt es zum Beispiel den FTSE USA Core Infrastructure. Da sind wirklich nur Infrastrukturunternehmen aus den USA enthalten und diese müssen mehr als 65% ihrer Einnahmen aus dem Transportsektor, der Telekommunikation oder dem Energiesektor erzielen. Und gleichzeitig wird eben auch werden gewisse Kategorien auch begrenzt, um in keine Branchenkonzentration zu erreichen. Und das Gleiche gibt es eben auch für den europäischen Infrastruktur, für die europäischen Infrastrukturunternehmen, also eben auch hier von dem Aufbau her sehr ähnlich mit dem 65% ihrer Einnahmen aus Transport, Telekom und Energie. Ja, und das war so ein paar Märkte, die eventuell interessant sein können. Aber was man sich eben auch anschauen kann, ist das ganze Thema der Qualitätsaktien oder Quality Income, sozusagen als Alternative zu Hochzinsanleihen, also eben hohe Dividenden, aber eben nicht das Risiko der Hochzinsanleihen. Und hier hat die SG mehrere Indizes entwickelt, die nach einem sehr detaillierten Selektionsprozess die Unternehmen auswählen, die eben einerseits eine hohe Qualität aufweisen, solide Bilanzen, aber eben auch eine hohe Dividendenrendite. Das bedeutet für Europa oder global eben eine Dividendenrendite von über 4% pro Jahr. Und dann gibt es drei Portfolios, und Indizes, die da entwickelt wurden, nehmen einmal globale Titel, einmal rein europäisch und eben ein Index auch auf den japanischen Raum. Alle haben im Grunde genommen gleich, dass sie nur die Top-Unternehmen nach sogenannten Piotrowski-Scores, das sind Kriterien der Profitabilität, Liquidität und operativer Effizienz. Und diese Unternehmen müssen eben auch eine hohe Bilanzstärke aufweisen. Das heißt, dass das Unternehmen
deutlich mehr wert sein muss als alle Schulden, die es aufgenommen hat, also die sogenannte Distanz zu einer Insolvenz. Und erst dann als dritter Punkt kommt eben die Dividendenrendite hinein. Und dann gibt es im Portfolio aus 75, jetzt im globalen Bereich 75 bis 125 gleichgewichteten Aktien aus diesen hier angegebenen Ländern und Branchen, also sowohl auf der Branchenseite als auch auf der Länderseite sehr breit diversifiziert. Und dieser Index hätte eben über die letzten 10 Jahre hat eine Outperformance im Vergleich zum MSCI World aufgezeigt. Also das wäre jetzt sozusagen ein Thema, wo man eben selektiv in einen Index der reinen Qualitätstitel investieren kann. Also hier so ein paar Ideen und das Gleiche gibt es eben auch für den japanischen Markt. Was ich jetzt einfach nochmal habe, ist als Beispiel zwei eher konservative Portfolios, die aber sehr leicht nachzubauen sind, dann in ihrer jeweiligen Risikoneigung. Also wenn man sagt, man will wirklich einfach mal ganz am Anfang langfristig in ETFs investieren, will ein breites Portfolio der Aktien- und der Anleihenseite, dann reicht es eigentlich schon, in 3 bis 4 Produkte zu investieren und man hat sozusagen den gesamten Aktien- und Anleihenmarkt, also eben über ein Portfolio bestehend aus dem MSCI Emerging Markets und MSCI World, also Schwellenländer plus entwickelte Märkte auf der Aktienseite, also mit 2 ETFs wirklich sehr oder 2 Indizes sehr breit aufgestellt. Und auf der Anleihenseite Euro-Staatsanleihen und Euro-Unternehmensanleihen. Das sind jetzt hier 2 Portfolio-Vorschläge, die eher konservativ sind, also mit 80% Anleihen, 20% Aktien oder in 60% Anleihen, 40% Aktien. Aber das können Sie natürlich nach Ihren Risikoneigungen entsprechend gestalten. Also je länger der Anlagehorizont ist, vielleicht auch desto eher Sie sagen, ich kann auch mal eine Durststrecke durchleiden, desto höher können Sie dann natürlich die Aktienseite gewichten und eventuell ein Portfolio auch umgekehrt machen, also dass man wirklich nur einen kleinen Rentenpuffer hat und eine höhere Aktiengewichtung. Aber da ist es eben für jeden Anleger ganz wichtig, im Vorfeld vor jeder Anlageentscheidung sich klar zu werden, wie viel Risiko kann und möchte ich eingehen und wie lange ist mein Anlagehorizont und dann entsprechend die Aktien- und Anleihenaufteilung zu gewichten. Frau Fürpass, Also direkt zu ja. dieser Folie eine Nachfrage von einem Webinarteilnehmer und ich denke, diese Frage interessiert vielleicht auch andere Zuschauer. Macht es denn Sinn, in eines dieser Portfolios zu investieren mit einem Investment unter 10.000 Euro? Also ganz klar ist es so, dass ein ETF ja ab einem Stück handelbar ist. Also im Grunde genommen, jeder von diesen ETFs kostet um zwischen 100 und 200 Euro. Also dementsprechend können Sie auch wirklich schon mit deutlich kleineren Beträgen in ETFs investieren. Und was das Interessante ist, eben auch, Sie können ja auch über Sparpläne investieren. Als Lyxor haben wir Sparplanaktionen mit den verschiedensten Online-Banken. Da ist eine Comdirect, eine Consors, aber auch eine Flattex. Und dort können Sie teilweise schon ab 50 Euro in einen ETF-Sparplan investieren. Also dementsprechend machen auch kleine Stückelungen, die regelmäßig angespart werden, Sinn. Und Frau Fürpass, das möchte ich gerade noch hinzufügen. Auch bei Finanzen Brokernet können Sie in Lyxor ETFs ab 50 Euro investieren, auch kostenlos. Das nur noch der Vollständigkeit halber. Und dann vielen Dank für die Antwort. Und dann kommen Sie, so wie es aussieht, auch schon direkt zum Ende. Ja, genau, das war es jetzt eigentlich so ein Überblick zur ETF-Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch die Fragen. Natürlich stehe ich jetzt auch weiter für Fragen zur Verfügung. Aber Sie sehen hier auch auf der letzten Folie unsere Kontaktdaten. Wir haben eine Info-Hotline, wir haben eine
Mailbox. Wir haben aber natürlich auch unsere Luxor-Webseite www.luxoretf.de, wo Sie alle Informationen zu unseren ETFs finden. Und meine Kollegen und ich stehen bei Zusatzfragen oder bei allen Belangen jederzeit gerne auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Vielen Dank, Frau Fürpass, für Ihren Vortrag. Das war wieder sehr aufschlussreich. Und auch wenn es schon 19 Uhr ist, wir haben natürlich noch kurz Zeit für eine schnelle Fragerunde. Ich bitte Sie gleich, Frau Fürpass, vielleicht Ihre Fragen etwas kürzer zu fa Ihre Antworten, Entschuldigung, Ihre Antworten etwas kürzer zu fassen, denn wir haben doch relativ viele Fragen und ich bitte Sie jetzt schon um Verständnis, liebe Zuschauer, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Ich habe mich schon bemüht, während des Webinars Ihnen häufiger auch im Chat direkt zu antworten. Jetzt schieben wir noch ein paar hinterher. Zunächst einmal noch einige Begrifflichkeiten. Der Unterschied zwischen Tracking Difference und Tracking Error. Gibt es da überhaupt einen, Frau Fürpass? Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass die Tracking Difference, also das ist wirklich der Performance-Unterschied zwischen dem ETF und dem Index. Also wenn der Index 5% dazu gewonnen hat über einen bestimmten Zeitraum und der ETF 4,8%, dann wäre es eben die Tracking Difference, diese 0,2%. Bei dem Tracking Error handelt es sich wirklich um diese Schwankungsbreite, also die Volatilität von diesem Unterschied. Dementsprechend ist es dann keine Zeitpunktbetrachtung, sondern wirklich, wie sich dieser und wie die Volatilität, wie hoch die Schwankungsbreite dieses Performance-Unterschieds über einen gewissen Zeitraum war oder ist. Also wir haben es hier nochmal, ich gehe gerade mal zurück auf die Folie, dass man es vielleicht in der Grafik sieht. Also man sieht oben, das ist wirklich eine Stichpunktbetrachtung bei der Tracking-Differenz. Beim Tracking-Error misst es diese Volatilität, diese Schwankungen zwischen dem ETF, der hier in blau ist, und dem Index in rot. Dann haben wir direkt eine weitere Verständnisfrage. Wer sind die Market Maker? Fragen uns einige Zuschauer. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt direkt Namen nennen müssen, Frau Fürpass, aber Also zumindest vielleicht das Ganze mal erklären, was jemanden zu einem Market Maker macht. genau, also die Market Maker sind Großbanken im Grunde genommen, aber eben auch Broker, die sozusagen einen Vertrag mit der ETF-Gesellschaft haben und dementsprechend im Primärmarkt ETFs direkt von der Fondsgesellschaft kaufen können und diese direkt zurückgeben können. Und gleichzeitig verpflichten sich diese Market Maker, Kurse an den Börsen oder eben im Direkthandel für die ETFs zu stellen. Und Market Maker, also da sind viele bekannte Namen dabei. Das sind zum Beispiel für einige von unseren ETFs auch unsere Muttergesellschaft, die Société Générale, aber eben auch Banken wie eine UniCredit, wie eine Commerzbank, wie eine Deutsche Bank, wie eine JP Morgan. Also da, das sind wirklich so die bekannten internationalen Banken, die sich dann aber gerade eben, wenn es eben um die Börse geht, wirklich verpflichten, kontinuierlich Preise für die einzelnen ETFs zu stellen. Wenn wir jetzt gerade schon bei den großen Banken waren, wie wichtig ist denn der Emittent bei der Auswahl von ETFs? Also es ist so, dass Sie dadurch, dass Sie ja das Durchgriffsrecht auf die einzelnen Titel haben als ETF-Anleger, sind Sie dementsprechend eben kein Gläubiger des Emittenten. Also es ist ja Sondervermögen, also dementsprechend ist der ETF-Emittent nicht so ausschlaggebend. Wofür es eher ausschlaggebend ist, ist das, wie macht der Emittent sein Geschäft? Ist es ein Haus, das schon lange am Markt ist, das schon über signifikante Anlagevolumina, eine breite Palette verfügt, von den verschiedenen Online-Banken gehandelt wird, an den verschiedenen Börsen gelistet ist, damit sie eben auch wirklich die Sicherheit haben, dass sie kontinuierlich in die Produkte investieren können oder eben auch wieder die Produkte jederzeit verkaufen können.
Wie genau funktioniert denn die Ausschüttung bei ETFs? Sie haben es ja erklärt, es gibt ausschüttende ETFs und thesaurierende ETFs. Was passiert denn mit den Erträgen, die erwirtschaftet wurden, wenn sie ausgeschüttet werden oder eben wenn sie wieder angelegt werden? Wie funktioniert das genau? Also, um mal bei der Wiederanlage anzufangen, ist es so, dass wirklich, wenn es zu einer Dividendenausschüttung innerhalb des Index kommt, dann wird diese Dividende direkt reinvestiert in den Index. So ein Unternehmen schüttet aus und diese Dividende wird dann aufgeteilt, sozusagen wieder reinvestiert in die einzelnen Indextitel. Bei das bleibt dann im Fonds diese bei einem reinvestierenden oder beim thesaurierenden ETF. Bei einem ausschüttenden ETF würde dann diese Summe aller Dividenden, die über einen gewissen Zeitraum an den Fonds ausgeschüttet wurden und dann reinvestiert wurden, wären zu einem fixen Zeitpunkt dann ausgeschüttet. Also wir haben tendenziell zwei Ausschüttungen pro Jahr, eine Mitte Juli und eine Mitte Dezember. Und dann wird die rollierende Dividendenrendite abzüglich der Verwaltungsgebühr da jeweils ausgeschüttet. Wie funktioniert es denn mit dem Stimmrecht bei einem Aktien-ETF? Können die ETF-Besitzer sozusagen auch auf einer Hauptversammlung ihr Stimmrecht ausüben? Dieses Stimmrecht hat tendenziell die Fondsgesellschaft. Also das hat nicht der ETF-Anleger, weil er ja nicht direkt, also er hat zwar das Durchgriffsrecht auf den Fonds, auf die einzelnen Aktien, aber er hält ja nicht direkt die Aktie. Ja, kommen wir mal zu einer weiteren wichtigen Frage. Häufiger, auch heute wieder im Webinar, wird nach ethischen ETFs gefragt. Haben Sie denn da vielleicht ein Beispiel zu nachhaltigen oder ethischen ETFs bei Ihnen im Haus? Also wir haben verschiedene ETFs in dem Bereich. Also es gibt ja die verschiedenen UN-Principles, da gibt es 17 und auf vier von diesen Principles bieten wir ETFs an. Also wir haben zum Beispiel einen ETF auf den World Water Index, der von Sam Rubico, dessen Titel von Sam Rubico ausgewählt oder begutachtet werden. Dementsprechend eben auch hier nach nachhaltigen Kriterien. Wir haben ein Produkt im Bereich New Energy. Wir haben aber auch relativ neu ein ETF auch auf das ganze Thema der Gleichstellung, Gleichbehandlung mit einem Gender Equality Thema und eben auch den Bereich Green Bonds. Also das sind Anleihen, die rein für einen Umweltschutzzweck emittiert wurden. Auch darauf gibt es Produkte. Und ich denke, da werden auch über die nächsten Monate werden da weitere Produkte im Bereich der Nachhaltigkeit kommen. Wunderbar, auch für diese Antwort vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine grundsätzliche Frage erneut. Gibt es denn Regeln dafür, wann ein ETF am besten gekauft werden sollte? Das kommt doch sicherlich auch darauf an, ob man einen ETF-Sparplan hat oder ob man vielleicht einmal in ein ETF investieren will und in einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder. Genau, also da gerade bei der Einmalanlage ist es natürlich eine sogenannte Timing-Frage. Also das ist dann die Frage, wie auch im Grunde genommen für den Anleger die Marktmeinung aussieht. Bei den Sparplänen ist es so, die werden immer zu einem festen Zeitpunkt ausgeführt, oft Anfang des Monats, manchmal eben auch Mitte des Monats. Generell, was man vielleicht beachten kann, ist, wenn man in ETFs investiert, gerade wenn es eben um globale Produkte oder regionale Produkte aus anderen Regionen geht, dann gibt es so eine Tendenz zu sagen, dass man zum Beispiel asiatische ETFs auf den asiatischen Markt eher am besten früh morgens handelt, dann wenn der asiatische Markt selbst noch offen ist und US-amerikanische Titel oder globale Titel, bei denen beim MSCI World, wo die USA doch eine sehr hohe Gewichtung aufweisen, bietet sich's an, diese eher am Nachmittag, nachdem die US-amerikanischen Börsen geöffnet haben, zu handeln, weil dann tendenziell die Geldbriefspannen niedriger sind.
Ich habe noch eine Frage zu einem Anleihen-ETF. Anleihen, das wissen wir ja, schwanken während ihrer Börsenzeit sozusagen sehr viel hin und her und gehen auch durchaus mal ins Minus. Sie gleichen sich aber am Ende meistens ihrem 100%-Kurs wieder an, oder das tun sie. Wie sieht es dann bei einem Anleihen-ETF aus? Funktioniert das ähnlich? Einen Anleihen-ETF müssen Sie sich so verstehen, dass das Underlying eben ein Index und der wird aber, da werden die Anleihen nicht von Auflage bis zur Fälligkeit gehalten, sondern da wird kontinuierlich gerollt. Das heißt, dass Sie meistens in einem gewissen Laufzeitband investiert sind. Also da gibt es eben für die verschiedenen Anleihen, verschiedene Laufzeitenbänder. Dementsprechend hat man eben nicht diese Möglichkeit zu sagen, ich bleibe jetzt in dem, die Anleihe schwankt, ich habe einen Verlust in der Anleihe, aber ich bleibe einfach so lange drinnen bis zur Fälligkeit. Das funktioniert bei einem Anleihen-ETF oder bei einem Anleihen-Index nicht, weil ja dann kontinuierlich gerollt wird. Aber dementsprechend können Sie hier eher sicher sein, dass Sie eben immer in dem gleichen Laufzeitenband investiert sind. Also da können Sie zum Beispiel wählen zwischen einer Anleihe mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren und da ist dann dementsprechend das Zinsänderungsrisiko niedriger als jetzt zum Beispiel mit Anleihen mit einer höheren Laufzeit. Also da ist die Frage für den Anleger, die sich zu entscheiden, will ich ein eher niedriges Zinsänderungsrisiko eingehen und dann vielleicht auch niedrige Renditen oder akzeptiere ich ein höheres Zinsänderungsrisiko und eben höhere Renditen und gehe dann in ein höheres Laufzeitenband. Vielen Dank, Frau Fürpass, für diese Antwort. Das war aus meiner Sicht nicht so leicht zu beantworten, aber ich habe es verstanden und das ist schon mal wichtig. Wir haben noch eine Abschlussfrage, würde ich sagen. Die lässt uns vielleicht auch noch ein bisschen nach vorne blicken. Im Moment ist der Euro relativ stark und lässt den DAX schwächeln. Jetzt wissen wir ja, dass viele, auch unserer Zuhörer, gerne in den DAX investieren. Wenn der DAX jetzt schwächelt, welche Alternativen gibt es denn? Mit welchen ETFs könnte ich denn jetzt in alternative Märkte investieren? Sie haben einige genannt. Ist denn der US-Markt auch noch interessant? Oder welche Alternativen haben Sie tatsächlich? Das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wie leider alle habe ich keine Kristallkugel und kann die Zukunft nicht vorhersehen. Deshalb ist sowas immer doch schwieriger zu beantworten. Also wenn man es mal aus der Sicht zum Beispiel der SG Research Analysten sieht, dann sind die auch eher vorsichtig beim US-amerikanischen Aktienmarkt. Aber generell, was sich eben immer anbietet, ist, wenn man sagt, wenn man für einen Markt, auf einen einzelnen Aktienmarkt eher vorsichtig ist, wie zum Beispiel eine breitere Diversifikation, da werden dann die einzelnen Risiken etwas aufgehoben. Also da einen MSCI World zum Beispiel, der wirklich global investiert. Gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeiten von einem negativen oder schlechter sich entwickelten DAX zu profitieren, indem man in Produkte investiert, die den DAX zum Beispiel short gehen oder eben verkaufen. Gleichzeitig sind aber eben auch gerade so Dividendenstrategien, Quality-Income-Strategien eben in schwierigeren, volatileren Märkten Alternativen, die man sich anschauen könnte. Vielen Dank, Frau Fürpass. Es ist 7:15 und wir kommen mit unserem Webinar ans Ende. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank auch für die Beantwortung dieser Fragen. Ich denke, wir haben das Risikopotenzial von Indexfonds noch besser kennenlernen dürfen. Und ich möchte Sie, verehrte Zuschauer, noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Einen entsprechenden Artikel mit der Aufzeichnung gibt es im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Startseite von Finanzen.net. Den Link bekommen Sie wie immer auch in einer E-Mail zugeschickt. Und in dieser E-Mail werde ich auch noch mal den einen oder anderen Link für Sie reinpacken, damit Sie sich auch noch mehr über ETFs informieren können. Es kamen auch noch Fragen zu den Swap-ETFs und physischen ETFs im Vergleich dazu. Auch das
können Sie gerne noch in diesen Links nachlesen oder eben das Angebot haben wir Ihnen schon gemacht. Frau Fürpass direkt anschreiben und bei Lyxor nachfragen. Sie ist sehr gerne dazu bereit, Ihnen diese Fragen zu beantworten. Leider können wir jetzt nicht mehr alle Fragen beantworten, die Sie gestellt haben. Deshalb benutzen Sie bitte diesen Weg. Frau Fürpass, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Wie gesagt, welches Fazit ziehen Sie? Gibt es etwas, das Sie unseren Zuschauern noch mitgeben wollen? Vielleicht auch speziell im Hinblick auf die Börsen im Jahr 2018? Ja, also generell, was ich den Zuhörern gerne mitgeben möchte, ist erstmal möchte ich mich bedanken für die rege Teilnahme und die vielen Fragen. Ich glaube, da ist schon viel getan, dass einfach dieses Interesse ihrerseits da ist. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist wirklich sich mit seinem Portfolio, mit seiner Altersvorsorge zu beschäftigen, da das ganze Thema aktiv anzugehen und sich nicht unterkriegen lassen, auch mal von negativen Märkten und wirklich eben darauf auch mit ETFs aktiv zu reagieren. Vielen Dank, Frau Fürpass. Das ist ja auch das Spannende an der Börse, dass eben nicht alles immer nach Plan läuft. Dafür gibt es eben die Chance auch auf größere Renditen als eben an der Bank um die Ecke. Also vielen Dank. Das hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald mal wieder das Vergnügen miteinander haben. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich für Ihre Teilnahme und für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Webinar sehr bedanken. Ich kann Ihnen noch unseren Webinar-Newsletter ans Herz legen. Falls Sie sich da noch nicht eingetragen haben, dann können Sie das gerne tun. Damit verpassen Sie keine Veranstaltung mehr in Zukunft. Also, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, ob mit Indexfonds oder ohne. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.